Wir haben in vielen Diskussionen hier immer wieder über die Europapolitik gesprochen, über das, was an Gemeinsamkeiten da ist, was gestärkt werden müsste. Das ist auch ein großes Thema gewesen in der europapolitischen Debatte der Linken. Wir brauchen mehr Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger, mehr echte Demokratie in der EU. Das ist ein riesengroßes Defizit. Da müssen wir ran, darum müssen wir kämpfen. Und wir werden auch, liebe Genossinnen und Genossen, globale Fragen nicht lösen können, einfach für uns, wenn es zum Beispiel um den Klimawandel geht, der endlich strengere Regeln braucht, wenn man ihn bekämpfen will. Es kann doch nicht sein, dass AKWs wieder aufblühen. Wir brauchen strenge Regeln in der EU. Darum müssen wir kämpfen, dass AKWs geschlossen werden, dass ein fairer Ausstieg aus der Kohle zustande kommt, der die Beschäftigten berücksichtigt. Übrigens, das Letzte diskutiert niemand außer der Linken im Europaparlament. Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen die Kraft aller Linken, um Armut zu bekämpfen. 119 Millionen Menschen in der EU sind arm. 119 Millionen, das ist unglaublich. Und wenn wir das uns anschauen, kann man nur sagen, wir brauchen mehr Links in Europa, wenn wir etwas ändern wollen. Die EU muss verändert werden. Nennen wir das Neustart oder wie auch immer. Sie muss von Grund her verändert werden. Dafür müssen wir uns aufstellen. Und verdammt nochmal, dafür müssen wir auch den Hintern hochkriegen. Vielen Dank. Warum ich trotzdem für den Antrag Republik Europa mich aussprechen will, hat nichts damit zu tun, dass ich aus dem Landesverband Sachsen komme, sondern etwas mit meiner Heimatstadt, nämlich Dresden. Für diejenigen, die es nicht wissen, immer noch laufen bis zu 2000 Menschen jeden Montag bei Pegida, die sogenannten patriotischen Europäer, durch die Dresdner Altstadt. Seit 3 Jahren propagieren sie neben faschistoiden, rassistischen, sexistischen und rückwärtsgewandten Müll vor allem eines: das deutsche Volk, welches sie mit einer Blut- und Bodentheorie verteidigen. Sie sind der Meinung, dass alle Menschen einer Nation, einem Volk angehören. Sie haben alle da zu bleiben und zu leben, wo sie geboren wurden. Ich möchte nun nicht mit meinem Redebeitrag Genossinnen Pegida-Nähe unterstellen. Was ich aber auch sehe, ist der Mangel des Widerstandes, weshalb es diese Bewegung, weshalb es die AfD, weshalb es das alles immer noch gibt. Aber wer, wenn nicht wir, könnte gegen diesen Rechtsruck in Europa, in Deutschland, in Sachsen vorgehen? Was ich aber auch sehe, ist, dass wir es nicht schaffen, die Leute von der Angst zu befreien. Und anstatt diese Angst zu bedienen, sollten wir Mut machen, den Traum von einem neuen Europa zu leben. Kein Europa der Nationalstaaten, sondern ein Europa für alle, die hier leben oder leben wollen. Eine Republik Europa, grenzenlos und gleichberechtigt. Dankeschön. Wir sollten uns in unserer Europapolitik auf 3 Grundsätze verständigen. Erstens, wir wollen die europäische Einigung. Wir sind Europäer und Internationalistinnen und Internationalisten. Wir suchen das Heil nicht in der Rückkehr des Nationalen, sondern wir wollen die Überwindung des Nationalen und des Nationalismus. Das ist eine Lehre aus der Geschichte dieses Kontinents, weil das Gift des Nationalismus diesen Kontinent und die Welt in Krieg, Chaos und Barbarei gestürzt hat. Zweitens, liebe Genossinnen und Genossen, gerade deshalb, weil wir Europäer und weil wir Internationalisten sind, kritisieren wir die Europapolitik der Bundesregierung massiv und die neoliberale Ausrichtung der Europäischen Union grundsätzlich und radikal. Die Politik des Wettbewerbsstaates schafft keine Solidarität, sie zerstört Solidarität, sie stellt die Nation und die Staaten wieder gegeneinander und in den Wettbewerb. Wir wollen keine Deregulierung unter dem Deckmantel der Binnenmarktfreiheiten und die Zerstörung von Arbeitnehmerrechten und von sozialen Rechten. Und wir sagen ganz klar, es ist die Politik von Schäuble und Merkel, die die Axt an die Grundlagen der europäischen Idee legt, weil sie die europäische Solidarität zerstört, weil sie dem Grundlage Germany First huldigt und damit keine solidarische europäische Einigung vorantreibt. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, sage ich, der 3. Grundsatz muss sein, und das müssen wir uns bewusst sein. Wir als deutsche Linke, als Linke in der europäischen Hegemonialmacht, haben eine besondere Verantwortung. Wir haben vor 2 Jahren gesagt, zuerst verändern wir Griechenland und dann Europa. Das war illusionär, zu glauben, dass ein kleines Land an der Peripherie Europas diesen neoliberalen Moloch überwinden kann. Nein, wir müssen die deutsche Politik ändern. Wir brauchen den Politikwechsel in der Bundesrepublik. Das ist ein elementarer Akt europäischer Solidarität. Und dafür sollten wir bewusst in diesen Bundestagswahlkampf ziehen.
Es gibt immer wieder leider ein erhebliches Missverständnis. Für die EU zu sein, sei internationalistisch, und gegen die EU zu sein, sei nationalistisch. Die Frage ist aber, was ist diese EU? Ist diese EU internationalistisch, so wie sie aufgestellt ist? Oder ist diese EU ein Friedensprojekt, wie immer wieder behauptet wird? Gerade hat Sabine Lösing auf die Militarisierungsprojekte hingewiesen, dass die Antwort auf Trump, die Antwort auf den Brexit innerhalb der EU ist, mehr Ausgaben für Militär, Aufrüstung der EU. Und die EU ist schon lange in vielen Auslandseinsätzen unterwegs. Die EU hat Frontex aufgerüstet, um die Außengrenzen abzusichern. Die EU ist kein Friedensprojekt. Leider ist dies ein Wunsch und keine Realität. Liebe Genossinnen und Genossen, die EU war von Anfang an seit ihrer Gründung ein Projekt des deutschen und des französischen Kapitals. Sie war von Anfang an gerichtet gegen die eigene Bevölkerung, gegen die Bevölkerung in den Mitgliedsländern. Sie war von Anfang an gerichtet gegen andere Wirtschaftsblöcke, zunächst gegen die Sowjetunion, inzwischen gegen den Rest der Welt. Inzwischen hat sie ja als Credo ausgegeben mit dem Lissabon-Vertrag, dass sie den Anspruch hat, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Das ist nicht unsere EU. Die EU ist festgelegt auf die Grundfreiheiten von Kapital, von Waren, von Dienstleistungen und Arbeit. Die sind garantiert in den Verträgen. Diese Verträge können nicht geändert werden, außer einstimmig alle Mitgliedsländer stimmen zu. Die EU ist nicht festgelegt auf Soziales, auf Arbeitnehmerinnenrechte, auf den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, auf den Schutz der Menschen. Die EU ist nicht für Frieden und Völkerverständigung. Soziale Rechte spielen keine Rolle. Wir haben das gesehen bei der Austeritätspolitik gegenüber den Ländern Südeuropas. Wir haben gesehen, wie Armut und Erwerbslosigkeit in diesen Ländern zugenommen hat. Wir haben gesehen, wie Tarifverträge außer Kraft gesetzt wurden, wie gesetzliche Schutzrechte eingerissen wurden. Wir haben gesehen, wie Soziales und die Gesundheitsversorgung zusammengestrichen wurden, die Renten gekürzt wurden. All das ist ausgesprochen die Politik der EU, die wir mit Sicherheit alle nicht wollen. Woher kommt eigentlich die Kontroverse, die wir in unserer Partei seit vielen Jahren führen, über die Europäische Union? Ich habe mich selbst ein bisschen erschrocken. Ich bin jetzt schon 26 Jahre in der Partei bzw. der Vorgängerpartei PDS. Und wenn man so weit zurückschaut, dann findet man auch die Grundlage des Streits. Damals war es so, als die Vereinigung der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland anstand, waren viele der PDS-Mitglieder sehr skeptisch, was diese Vereinigung betraf. Wir hatten Sorge, was es für ein neues, großes, dominantes Deutschland in diesem Europa werden wird. Und für uns klang die Formulierung, dass es ein europäisches Deutschland werden soll, immer sehr positiv. Und auch, dass Macht von Bonn oder Berlin nach Brüssel abgegeben wurde, das hat uns ehrlich gesagt keine Angst gemacht. Die Skepsis gegenüber Kohl, um es mal so zu formulieren, war größer als gegenüber Mitterrand. Auf der anderen Seite gab es aber Genossinnen und Genossen, die waren damals in der Sozialdemokratie organisiert, später in der WASG, Gewerkschafter oder auch PDS-Mitglieder aus den alten Bundesländern. Und die haben diese Zeit erlebt als eine Zeit von Abbau von Mitbestimmungsrechten, von Privatisierung. Wenn Macht abgegeben wurde an Brüssel, dann hieß es für sie Abschied nehmen von einem, ja zum Teil liebgewonnenen rheinischen Kapitalismus, der ja auch Vorzüge hatte. Und diese völlig unterschiedlichen Sichtweisen, die prallen bei uns immer wieder aufeinander. Das ist ja auch normal, das ist ja auch legitim. Jetzt leben wir allerdings in einer Zeit, wo Europa tatsächlich am Scheideweg steht. Und die Feinde Europas, das sind ja nicht wir. Das sind Merkel und Schäuble, das ist erwähnt worden. Das sind noch in viel stärkerem Maße Kaczynski und Orban, die Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte mit Füßen treten. Das sind Marine Le Pen, Gerd Wilders, die Faschisten von der goldenen Morgenröte, das sind die AfD, die Schwedendemokraten, die wahren Finnen, die dänische Volkspartei, UKIP und wie sie alle heißen. Und wir als Linke, das muss doch sonnenklar sein, wir stehen auf der anderen Seite. Wir sind nicht bei den Totengräben der Europäischen Union. Wir sind nicht bei den Totengräbern der Europäischen Union. Wir müssen die Retterin sein. Und ja, das muss ein besseres Europa werden, ein soziales, ein friedliches, ein demokratisches. Aber der erste Schritt ist doch, dass wir erst mal verhindern, dass die Europäische Union kaputt geht.
Und sie geht schon kaputt. Ich mache ja gerne Urlaub in Dänemark. Und wenn man heutzutage von Deutschland nach Dänemark fährt, dann gerät man in einen mehrstündigen Rückstau, weil an der deutsch-dänischen Grenze dänische Grenzpolizisten stehen, die jedes einzelne Auto kontrollieren. Und zwar nach rein rassistischen Kriterien. Ich komme da immer durch. Blond, blauäugig, alles fein. Aber alle anderen werden rausgewunken. Das dürfen wir doch nicht zulassen. Und ja, dafür braucht man auch positive und mutige Visionen. Und die Vision von einer Republik Europa, das ist genau so etwas. Das wäre eine linke Antwort auf Rechtspopulismus, auf Nationalismus. Und deshalb werbe ich dafür. Ich bin europäischer Linker. Ich bin in Europa aufgewachsen. Ich bin in Europa in die Schule gegangen. Und ich bin mit meiner Schule in Europa nach England gereist. Und mein Jahrgang ist auch in Frankreich gewesen. Ich komme aus Görlitz. In Görlitz kann ich durch die Europäische Union rüber nach Polen gehen und in Polen mit Freunden Bier trinken gehen. Das konnte ich vorher nicht so einfach. Nicht nur, dass ich damals noch zu jung war, aber ich hätte auch stundenlang an der Grenze stehen müssen teilweise und darauf warten, dass mein Ausweis kontrolliert würde, dass ich durch darf. Ich gehöre zu einer Generation, die jetzt den Brexit erlebt hat oder erlebt, und was da passiert ist, hat mich ziemlich erschreckt. Ich und viele Leute aus meiner Generation haben in den letzten Jahren unser Leben zumindest so ein bisschen schon mal vorangeplant. Und wir planen mit der Europäischen Union, wir planen mit Europa und dem Leben, was wir in Europa leben können. Ich habe das Gefühl, dass unsere Partei angefangen hat, noch mal deutlicher über Europa und Europa kritischer zu reden, als die AfD erstarkt ist. Das finde ich einfach zum Kotzen. Denn es kann nicht sein, dass wir uns von der AfD politisch vorantreiben lassen und dass wir uns an ihre Forderungen anpassen. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass die EU toll wäre und ich alles, was in der EU passiert, super finde. Ich finde nicht, dass die EU deutsch reden sollte. Ich finde auch nicht, dass die soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Ausverkauf und Austerität, die in der EU herrschen, wahnsinnig schön sind. Und ich möchte diese Dinge bekämpfen. Ich finde auch, dass der Nationalismus, der in den letzten Jahren immer weiter hochkocht, massiv bekämpft werden muss. Das passiert durch diese EU nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber für mich ist kein Europa und ein Europa, in dem nur noch Nationalstaaten existieren, keine Lösung. Ich möchte kein Europa ohne Grenzen. Also ich möchte ein Europa ohne Grenzen und ich möchte kein Europa, in dem ich wieder an Grenzen kontrolliert werde. Für mich bedeutet die EU und Europa aber auch Fortschritt, den es durch die EU nur gegeben hat. Sei es, dass ich es zum Teil für mich empfinde, aber ich bin in Frieden in Europa aufgewachsen. Und das ist etwas, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Das können leider der größte Teil der Menschheit nicht erwarten. Außerdem hat die EU auch sehr stark, was Rechte von Frauen oder lesbischen, Schwulen und allen weiteren betrifft, für diese Rechte gekämpft und sie umgesetzt. Ich habe auch nur durch die EU Freundschaften schließen können, die ich ohne sie nicht schließen konnte. Wir sollten nicht der rechten EU-Kritik nachrennen, sondern uns von links entgegenstellen. Und zwar kritisch gegenüber dem Neoliberalismus. Wir sollten uns eine europäische Vision geben. Ein Europa der Menschen, ein Europa der Regionen und ein Europa der Demokratie. Mein Europa ist eine Republik. Und Tobias, aber ich finde, das Wort Europäische Republik sagt schon, was wir von einer Europäischen Republik erwarten, nämlich, dass es eine Republik der Menschen ist. Und es lebe Europa, es lebe die Republik.